Also Ihnen fällt ja auch auf, sind Sie in dem Silenzium drin? Wie lange ist, wie groß ist das Silenzium? 17 Schritt Radius. Dann sind Sie, der eine ist mit drin, ja. Wir bewegen uns ja. Also wenn wir in den Raum reinlaufen, haben wir schon wieder 3 Schritte hinter uns. Muss du wissen. Nimm mal meinen Chip und würfel mal die 2 neu. Vielleicht müssen wir das gar nicht überlegen. Zwei. Die 2. 20. Ja. Na gut. Ja, du Wie hast ja ermordest die jetzt echt? Ministrina. Ich meine, tu, was du willst. Ich wollte nur gefragt haben. Ich dachte, du klopfst dir jetzt irgendwie die Zähne raus. Ja, das will ich. Ich werde im Laufen mit der einen Balestrina auf den einen von denen schießen und auf den anderen werde ich mit einem Sprungtritt entgegenspringen. Da musstest du durch das Bett hindurchspringen, weil er auf der anderen Seite steht und das halt so wieder Ja, das kann er doch wohl. Ja, also, kannst du, was? ja, klar, aber musst du über das Bett drüber springen, ne? Ja, also ich springe Es ist aus, auf awesome, denn das dann Bett, landet er noch weich. auf die Bank Bettkanten, nutze die Federung, um höher zu Gib mir springen. jetzt erstmal deinen Schuss. Ja, erstmal den Schuss und dann gebe ich dir auch noch eine Athletikprobe danach für den Sprung, aber erstmal der Schuss. Ihre Münder gehen auf alle Fälle auf und sie rufen, aber sie rufen halt nicht. So, und da ich so ein guter Schütze bin, sagen wir einfach mal einen Schuss aufs Auge an. Ich eile einfach hinterher und versuche nicht hinzufallen. Am besten nicht hingucken. Mit der neuen Maximalmaler Schwernis von 24. Oh! Nein, das Okay, ich ist wollte die. gerade sagen. Ich habe mit der nur der einen ist Er hat mit der falschen gewürfelt, aber Fernkampfwert er hat angetragen. gesagt, nur die Balestrina. Normalerweise meint er Ja. damit dann immer die normale. Ich wollte gerade sagen, jetzt für eine Wache, deine goldene Balestrina wäre ein bisschen. Ja, genau. Also das sind, wir könnten das rechnen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Nein, geschafft. ist okay. Okay, dann, okay, er fällt um. Dann musst du aber, wie gesagt, einmal durch das Bett hindurchspringen, dann landen und ihn dann direkt umkicken. Okay, ich gebe dir dafür eine Athletikprobe. Ah, das sind 3 Punkte. Nee, nee, sagst du nicht? Nee. Da hängt ein Schleier rum, das Bett ist 2 mal 2 Meter oder so, das ist halt riesig. Und nee, das ist halt noch größer als, also Ja, da dann musst du. springe ich ans Bett heran, will mich davon abfedern, aber verhedder mich mitten im Sprung im Schleier. Er haut dir den und Palmwedel voll auf den Kopf. trifft sogar. Sagenhafte 1W6 plus TPKK, 1W6 plus 2. Aber dann Was? TPA. TPA, Das ja. Das ist eine machen wir. improvisierte Waffe und der würfelt auf Bruchfaktor. Da Bruchfaktor sind. für ein Palmwedel ist was, 22? Komm, er bricht durch. Aber er haut dir voll den. Also, das sind. Ich gebe dir 4 TPA, sind. Ohne Rüstung sind das 2 SP, Freundchen. Ja, wow. Er haut dir den auf den Kopf und der Palmwedel bricht durch. Als nächstes kriegst du den goldenen Bettpfosten oder so. Pass Okay, auf. Serpentilio, möchtest du was tun? Ich laufe schon mal an dem Bett vorbei und mit der Intention, ich könnte ihm irgendwie den Stab zwischen die Beine werfen, wenn er versucht zu türmen. Oh Also Gott, ich ja. positioniere mich, orientiere mich, wie auch immer du es nennen möchtest. Aber ich tue nichts, ehe der jetzt wirklich was macht, denn ich will Der Diamant Diamant ist ja ist, nicht im Weg du sein. liegst auf dem Bett, das ist unglaublich weich und gemütlich und hier kannst du keine Kraft aufbringen, mir jetzt Da ins Gesicht zu ist ein treten. Somnigravis-Zauber drauf, der jetzt auflöst. Ja, gern geschehen. Boltax-Vorfahrer hat etwa 1000 Ja, Jahren hier ich im murmel vor mich hin, Gebäude. verdammter Wichser, und ich stehe auf dem Bett. Das wird auf jeden Fall ein bisschen dauern, so weich wie das Ja, ist. gib mir auf alle Fälle was ist das? Körperkraft? Nee, Oh, ich ich würde dir wieder Körperbeherrschung, Athletik Gewand, anbieten. Gewand, Gewandheit. Dafür ist es Okay. dann Gewandheit plus Gewandtheit? 3. Ja, Gewandtheit klingt gut. Gewandheit Stimmt, plus die Warte 3. ist ja zum Aufstehen. Oh ja, du Plus bleibst 3 ist nicht liegen, geschafft. weil das Bett ist so gemütlich. Und ja, anstatt dass er jetzt wegläuft, nimmt er den zerbrochenen Palmwedel und oder ja, sticht nach dir. Was? Das könnte wehtun. Improvisierte Stichwaffe. Erzählt er. Du liegst auf dem Bett, das ist eine minus 5. Er macht einen gezielten Stich. Warte, nein, liegen das minus 3. Hör Oh auf. yeah. Hör auf. Du kannst mit improvisierten Waffen keine Manöver Er hat einen Berufsgeheimnis. Was? Er ist ein Elite-Diener. Elite-Diener. Elite Er macht Er hat sagenhafte wieder. SF improvisierte Waffen, dann darf er das. 1W6 plus 2 an deiner Rüstung vorbei. Das sind 5 SP. Das ist keine Wunde, right? Sonst kriegst Natürlich du nur eine keine Zusatzwunde. Wunde. Sag mal, ich müsste einmal meine LEP nachtragen. Seit Elburum konnten wir da regenerieren. Weil ich habe meine LEP Ja, immer wir noch. haben nämlich die Nacht geruht. Jerkesh, an den Ruinen von Jerkesh hattest du nicht gekämpft, da hattest du
schlafen können und hast einmal einen Schuss aufgegeben auf den Reiter. Außerdem, wir konnten in Elboroman regenerieren. Ja. In Jakesh meine ich. Also genau. Eine Regeneration an Jakesh. Und eine auf dem Weg. Plus minus 0? Nee, zwei sogar. Plus 2 sogar. Okay, dann einmal die auf dem Weg. Das sind 3 LP. Und die in Jakesh. Erinnere mich dran, dir endlich den Gurgulum anzubinden. Ja, biete es mir doch endlich mal an. Mach nicht, sobald wir zurück auf dem Schiff sind. Okay, wie viele Lebenspunkte hast du noch? Ich bin auf 32, mit den zwei Konditionen auf 32, minus 5 bin ich auf minus 27. Und minus 4. Willst du was hören? Ja, die minus 4 ist schon minus 2 ist schon eingetragen. Minus 5 ist das, hast du zweite gesagt. Also sind das, und bin ich auf 27 LP. Das sind immer noch mehr, als ich Maximum habe. Ja, aber du hast gerade einen Bambuspflock oder sowas in deinem Brustkorb stecken. Zum Glück ist er nur Paktira und kein Vampir. Ja, dann wäre das jetzt echt ungünstig. Ja, Samadidio, willst du helfen? Ich nehme diese Kampfrunde, um den Mut zusammenzufassen. Okay, wir haben eine Mutprobe. Er sieht sehr furchterregend aus. Nee, deswegen nehme ich mir die Kampfrunde. Einfach ein paar Mal durchatmen und dann habe ich's. Gewandtheit plus 3. Habe ich, also mit der misslungenen Gewandtheit schaffe ich es nicht aufzustehen, nein, sondern... Nicht auf dem Bett. Du könntest den einfach von hier aus packen. Ich dachte, ich habe einfach keinen Bock aufzustehen. Nein, das ist wirklich schwer aufzustehen. Ja, dann scheiß drauf, ich habe keinen Bock aufzustehen. Ich bleib liegen, ich lade meine Balestrina durch, dauert zwei Aktionen. Okay, während der Typ auf dich einsticht. Ja, er sticht jetzt mit zwei. Mit dem scheiß Palmwedel. Ja, er trifft zweimal. Er wandelt um, er sieht ja, dass du nicht aufstehen willst und dass du durchlädst. Das hätte er am Anfang der Kampfrunde ansagen müssen. Ja, das ist Elite-Diener. Elite-Diener. Das sind einmal 3 und einmal 5. Aber das ist jetzt kein SP, das ist, oder? Das sind keine SP. Wie der dich zerpflückt. Das sind keine SP. So, 3 kommen auf nichts durch. Und 5 kommt vielleicht, tatsächlich ist der vielleicht durch. Gut aussehend? Nee, ist er nicht. Schade für ihn. Warte mal, bis du rausfindest, dass der Palmwedel vom Elite-Diener vergiftet ist. Was du gleich für Konzi-Proben dürfen hast. Währenddessen ruft er auch. Er ruft doch die ganze Zeit um Hilfe, aber es kommt halt nichts. Also das kennt er wohl nicht. Weil, ja, Kopter, generell Zauberer sind halt nicht gang und gäbe. Ja, dann sieht er, wie ein erboster Diamantis, die seine Waffe durchgeladen hat, ihn böse entgegenschaut, seine Lippen sich bewegen, aber natürlich kein Ton herauskommt und das normalerweise Knallen einfach nur still wird, als er den Abzug drückt. Ja, ich bin ziemlich nah an ihn ran, ich sage einen Kopfschuss an, Augentreffer. Das geht auf jeden Fall auf die 20. Wie hoch ist denn deine Initiative? Schauen wir mal, ob er vor dir noch. Darf er das parieren, weil das so nah an ihm dran ist? Was für eine Initiative hat er? Dürfte im Handgemenge sein. Also wenn er nicht. Initiative ist irgendwo bei 18. Ich glaube, das schaffst du. Ja, da muss ich nicht würfeln. Da bin ich auf jeden Fall drüber. Autsch. Warte. Mit einer 2 bei 18. Eigentlich hast du beim Hinfallen 2W6 Inni verloren. Okay, dann würfeln wir meine Initiative aus. Ein Kampf, wo ich tatsächlich fasziniert bin. Du gegen ja, den Titi. Dann ist auf jeden Fall vor dir dran. Oh, nee, er sticht vorher einmal zu. 1. Oh. Oh. 1 bestätigt 1. Das ist doch nicht dein Ernst. Der Elite-Diener bringt den Paktierer um. Der scheint gut gegen Paktierer zu sein. 3 plus 5. Der ist besessen von Jalas rachsüchtigen Geist, der dir jetzt einheilt. 3 plus 5 ist verdoppelt, sind 10. Warum plus 5? Ne, weil das insgesamt. Ne, 3 plus 2 ist 5. Und die verdoppelt sind 10. Hat der gezielt gestochen? Nee, hat er nicht. Aber das ist trotzdem die Auto. Aber der gute Kopf, das ist trotzdem. Nicht verdoppelt, aber. Es war trotzdem eine Autowunde. 10 in den Kopf. Also 10 im Kopf und eine Wunde. Ja, das sind 2 Wunden im Kopf. Alter, ja, mach mal eine Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschungsprobe. Was passiert hier? Ich liebe diese Würfel. Das ist der Trick. In Wahrheit haben wir Diamantis aus der Runde geschrieben und das ist sein neuer Charakter. Ja. Der Ventilo klopft ihm jetzt auf die Schulter, denn die beiden kennen sich in Wahrheit und dann gehen sie frisch den Paktierer ermordet aus dem Raum fröhlich pfeifend. So, erstmal um stehen zu bleiben. Aus einer Ecke des Raums tritt Jarl in dem goldenen Licht. Geschafft. Oh, ja, um nicht umzufallen dadurch, um die Wunden zu ignorieren. Okay, das sind beide ist geschafft. Das gelungen? Ja, das ist gelungen, okay.
So, aber... Warte, ich möchte eh nicht würfeln. Nein, mach ruhig. Ich würfel eine Rachsuchtsprobe. Oh, das ist gelungen. Weil sonst hätte ich ihm jetzt einfach einen Schuss aufs Auge gegeben. Aber dann stirbt er ja nicht direkt. Bist du kampffähig mit zwei Wunden am Kopf? Ja, ich brauche drei Wunden und muss meine Selbstbeherrschung misslingen, um nicht kampffähig zu sein. Ich lege an mit der Ballestrina und schieße in den Bauch. Denn Bauchschüsse sind außerordentlich schmerzhaft. Ja. Und du kannst keine Ansage machen für mehr Schaden, weil sonst brauchst du länger, oder? Nicht, wenn du Meisterschütze bist. Man kann keine Ansagen für mehr Schaden machen, wenn man eine Trefferzone ansagt. Bei uns schon. Ah. Achso, nicht, wenn man Trefferzone ansagt, ja, okay. Richtig. Okay. So, Weil normalerweise kannst du das im Trefferzonenmodell einfach gar nicht, aber wir haben das rausgeregelt, was blöd ist. So, 17, das ist dann auch problemlos geschafft. In einem Wert von 33 ist das eben der Fall. Und er darf ausweichen. Nee, ja, er darf frei ausweichen, wenn er will. Er hat Erschwert um 12. Er dürfte mal ausweichen. 18 ist nicht gelungen. Ja, es hat Erschwert um 12. Ja, er hat aber noch keinen Schaden bekommen, ne? Nee, hat er nicht. Das sind 7. Warte, da kommen noch 2 Punkte drauf durch Distanz. Das sind 9 in dem Bauch mit 2er verringerter Wundschwelle. Okay, dann muss er eine selbst. Also das schafft er nicht. Vor allem ist das eine Bauchwunde und gibt dann erstmal Zusatzschaden. Ja, 1W6. Aber die Selbstbeherrschungsprobe schafft er. Ja. Aber dann hat er noch eine zweite Attacke und. Nummer 4. Warte, aber dann bin ich vorher dran, okay, oder? Dann würfel. Der Serpentino kommt von hinten und man hört es nicht, aber man sieht sich den Mund bewegt, um oje, oje, oje zu sagen, hebt halt den Stab zögerlich hoch und dann watscht er ihn. Das ist erleichtert um wie viel? Von hinten 5. Okay, minus 5. Na, von der Seite sind 3. Ja, von hinten, würde ich sagen. Ich habe mir genug Zeit genommen. Okay, hast du. Es wäre so oder so getroffen. So, weiß jemand, was ein Magierstab als Stab mit Kristallkugel macht? Ademir? Plus 1 oder plus 2? Plus 2. Okay, weil ich hab das nie eingetragen, weil ich dachte nie, dass ich wirklich damit angreifen würde. 1W plus 2 ist wieder. Ja, das wird ihn ja trotzdem nicht umhauen. Also das 5 Schaden auf den Hinterkopf. Ja. Jetzt dreht er sich um und sticht mich ab. Nee, jetzt macht er gezielten, also er hat ja noch, er macht jetzt einen gezielten Angriff auf den Kopf. Also ich will sagen, der Leviathan, oder hier der Mannwitter war nicht so zäh. 12 getroffen. Palmwedel, 1W6 plus sind 6 TP. Er hat das wirklich getroffen mit der 12? Ja, wegen der Erleichterung, weil du liegst. Ah, okay. Ja. Weil er der Elite-Diener ist. Hast du noch? Ich habe keinen Helm auf. Was denn? Du hast 6. Einen... Ich bin jetzt auf 21. Nee, du hast diesmal ich habe die 10 noch gar nicht eingetragen. Nein! Eingetragen. Genau, dann war ich auf 17, dann bin ich auf 12. Und er lebt noch. Ich habe keinen Heiltrag für dich. Und da draußen stehen noch diese Mannwitter, ne? Und Papa Voltax regelt. Ja, Voltax klettert gerade runter. Der klettert gleich und stürzt ab oder so. Nein, ich will was anderes machen. Ich paralysiere mich und Abelmir darf mich runterschubsen. Oh. Da freut er sich den ganzen Abend drauf. Erstmal weiter. Serpentilio, du kannst nicht umwandeln. Nächste Kampf. Das hätte ich ansagen müssen. Ja, der Diener ist vermutlich als erstes dran. Der Diener ist als erstes dran. Er sticht wieder mit dem Palmwedel an den Kopf. 9 getroffen. Ich liebe diesen Tiger. 6 plus 2. Oh, weißt du, diesmal will ich nicht schießen. Ich will tatsächlich mal parieren. 2 sind 8. Parieren mit welcher Waffe? Ich hab einen Raufen. Okay, ja gut. Improvisierte Waffen geht das sogar. Du liegst? Dreier. Dann ist es plus minus 0 gelungen, ne? Ja. Dann kriegst du halben Waffenschaden. Du darfst mir halber Waffenschaden, das wären 8, geht nicht durch, weil ich Eisenhaar habe. Oh, Eisenarm, gut. Mann. Aber dann hör mal den Bruchfaktor von deiner Pistole. Will ich mit meiner Pistole... Ja, ich pariere mit meiner Pistole, macht keinen Sinn. Also ich habe nicht angesagt, dass ich die loslasse. 6. Ich habe hier meinen Bruchfaktor tatsächlich nicht eingetragen. Ja, dann erhöhen. Also, ja, hast du auch ein paar Mal fallen gelassen, meine ich. Richtig, ein paar Mal fallen gelassen. Also ja, von mir aus kann die kaputt gehen. Die kann kaputt gehen. Ja, ich hab leider. Das ist ein kleiner Sieg für den Elite-Diener.
Ich habe da kein nichts über festgehalten. Deswegen ist mein Fehler. Deswegen sagen wir einfach, es geht kaputt. Gut. Ich meine, sagen wir irgendwie, die Mechanik ist beschädigt und dann muss sie aufwendig reparieren. Ja, also dann, kaputt, Anführungszeichen, ich kann ja sowieso reparieren. Drei. Ach, ja, Gewandheitsprobe plus drei. Mhm. Stehst du doch mal wieder aus dem Bett auf? Hast du es geschafft? Das ist so geschafft, ja. Dann stehst du auf dem Bett. Ja, das, wenn mich das eine Aktion kostet, dann bin ich für diese Kampfrunde raus. Ich habe pariert. Genau, und dann möchte er dich wieder umreißen. Warte, vorher bin ich mit dem Palmbeete. Komm, nee, das hat gerade eben so gut funktioniert. Deswegen mache ich jetzt einen Dreier-Wuchtschlag von hinten. Okay, mach. Hast, das du, ist hast nicht, du Wuchtschlag? Nein, deswegen würde ich auch nur zwei Schaden kriegen. Mhm. Das ist nicht gelungen. Gut. Aber schön, dass du da rein er macht mit seinem Raufenangriff macht dann so einen Tritt zum Umwerfen. Was ist denn das für ein Kuppelboxen? Er schafft das nicht, 19. Er macht einen Fußfeger. Genau. Nach oben? Ja, aha. Wieso egal, oben, klappt ja sowieso. Weil jemand das auf dem Bett steht. Ja, dann macht das halt mit den Armen. Egal, komm, stich den Mann ab. Das war so lustig, aber jetzt reicht's. Aber wird gefährlich hier. Neue Kampfrunde, er wäre dran. Er ist als erstes dran. Ich habe als zweite Aktion letzte Runde Erschwernis abgebaut. Mhm. Er sticht in den Kopf. 9 geschafft. Da sollte er aber jetzt eine Erschwernis kriegen, wenn das so hoch ist und dass er mir in den Kopf schiebt. Mhm. Aber steht mit der 9 er steht schon ziemlich hoch, oder? Weil auf dem Bett? Er müsste jetzt schon einen Wert von 16 haben, um das mit der 9 geschafft zu haben. Ja, den hat er. Sozusagen okay. Auf die 4 TP in den Kopf. Wenn er trifft. Ja, ich pariere. Wie wir halt so ein Nobody. Man merkt einfach richtig, wie wir verrecken, wenn Rafim nicht da ist. Ah. Und Sulamin, ich weiß. Ja, okay, dann ist es an mir. Ich nutze eine freie Aktion zum Schnellziehen. Ziehe mein Langdolch. Achso. Du weißt, dass wir dann. Okay, ich wollte gerade sagen, du weißt, dass wir dann blutbesudelt oben wieder ankommen, weil der Zug ist abgefahren für dich. Der Mann ist komplett zerlegt. Der trägt eine schwere Runde des Palmbeetes von sich. Ich ziehe meinen Langdolch und sage einen gerade 7 an. Oh, ich hab doch ein Bandschwert. Ich kriege diesen Diener. So, das wird geschafft. Möchte er parieren? Er möchte ausweichen. 20. Ja, okay. 12. Ja, ist sogar gepatzt. Waffe verloren. Du fechtest ihm den Bambusspross aus der Hand. Ja, machen wir es an der Stelle kurz. Du kannst dich auf ihn draufstürzen. Ja, bitte, du knüppelst ihn mit von hinten nieder. Du nimmst ihm deinen Langdolch in den Hals und lässt ihn ausbluten. Ja, mit der linken Hand reiße ich ihm seinen Palmenwedel aus der Hand, an dem er sich festgeklammert hat, als wäre es seine einzige Hoffnung. Blicke ihm böse entgegen und ramme ihm meinen Dolch in den Hals. Das klingt sehr verfänglich. Einige Meter weiter unten kann Tsunamin gemeinsam mit Asaban und der merkwürdigen Belkelel-Priesterin einen Innenraum betreten, der wohl tief in der Festung verwurzelt ist. Große, dicke Steinwände, Treppen, die nach unten in staubige Verließe nicht ganz getreten bist, aber du kannst dann vor dir in einem Raum erkennen. Die Decke öffnet sich hier wohl ein bisschen nach oben, kannst dann da oben eine Galerie erkennen und siehst dann hier eine Statue, die 2,5 Meter groß ist, und es ist exakt die Statue, die auch bei dir im Raya-Tempel steht. Sie steht wohl auf so etwas wie Siegeln. Merkwürdige Vierecke, Achtecke. Also dieser Raum ist offensichtlich nicht für eine breitere Öffentlichkeit gedacht, oder? Nein. Also es ist relativ abgelegen in dem Ganzen. Ja, das auf alle Fälle. Also der restliche Leftan oder Baal-Kelevetan-Tempel mit den Pfirsichhain, das ist halt für die Öffentlichkeit, für den Pöbel, auch den Pool kannst du benutzen. Aber das hier, das ist auf alle Fälle nicht für den normalen Zuschauer des Tempels. Ja, also
Sulamin traut keinem von ihren Begleitern so hundertprozentig, weil also Asaban, diese Story klang schon sehr naiv, was er da von sich gegeben hat. Aber nichtsdestotrotz schaut sie sich fasziniert diese Statue an. Und auch diese Zeichen, die du beschrieben hast. Mhm. Sind das Zauberglyphen? Sind das religiöse Zeichen? Es sieht. Ist das ein Bannkreis? Nee, es ist kein Bannkreis. Hast du schon oft genug welche gesehen? Hat auch keine 5 Zacken, ist auch nicht rund, auch keine 7 Zacken. Es sind Vierecke, ineinander geschachtelte Vierecke und in dessen Mitte diese Statue. Zu, ja, es sind wohl viel eher 8 Ecke, würdest du meinen. Es sieht religiös aus, auf alle Fälle. Wie ein Siegel. Gibt es möglicherweise Parallelen zum Tetraeder? Weil, naja, wenn du sagst, irgendwie 4 Ecke ineinander, also der, wenn er sich aufspaltet, ist ja auch irgendwie so ein bisschen in der Art. Unbedingt. Würdest du nicht sagen. Mit dem Tetraeder hat das nichts zu tun. Dann gib mir mal eine Sinnschärfeprobe. Saban wird so ein bisschen um die Statue herumtreten, in gehörigem Abstand. Auch dieser Raum hier riesig, gewaltig groß und auch hoch. Und wenn du dann ebenso wie Asaban so ein bisschen im Kreis um diese Statue herumtrittst, warum auch immer sie so besonders sein soll, warum auch immer man im Fall Idiol-Fassar sie dann haben will, sie sieht halt monumental aus. Wenn das wirklich ein Alvaran-Jahr oder ein Avatar von Leftan ist, dann ist sie wohl wirklich wertvoll. Und während du rumgehst, kannst du auch einen Blick auf die Galerie heischen und siehst wohl, wie dort Boltax, Abelmir und Raphim stehen. Und was tun die? Das musst du sie fragen. Ich winke zu dir runter und halte meinen Finger vor dem Mund. Das ist eine Frage, die ich Abelmir generell den ganzen Tag über gerne stellen würde. Ja, ich würde tatsächlich auch erstmal noch nichts machen. Also, da sich die Situation ja jetzt verändert hat und da Leute reinkommen, lasse ich mich natürlich nicht versteinern und runterfallen. Das habe ich mir auch gesagt. Sondern, ja, durch die sich geänderten Umstände. Aber ich würde alles genau beobachten, um gegebenenfalls genau das machen zu können, um dann schnell eingreifen zu können und bei Sulamin zu sein. Ich würde das auch Abelmir und Raffi mitteilen, in einem ganz, ganz, ganz leisen Flüsterton. Kannst du Attack? Ja. Dann unterhalte es weiter auf Attack, würde ich sagen. Ja, genau. Ich also Sulamin bestätigt die Blickaufnahme mit einem kaum merklichen Nicken und schaut dann demonstrativ wieder die Statue an. Ich möchte mich hinter einer Säule verstecken, die eindeutig zu dünn für mich ist. Das Geländer ist geschlossen oder offen? Kommt man hier runter? Also ganz normal über eine Treppe? Nee, oder stehen wir einfach nur auf einem Balkon? Auf einer Balustrade? Auf einem Balkon, auf einer Galerie, genau. Es gehen ja auch weitere, viele, zahlreiche Türen hier oben ab, die ihr sehen könnt. Aber Sulamin befindet sich ein anderes Stockwerk unter euch. Und da müsstet ihr noch ein anderes Treppen. Also, ihr habt ja viele Treppen schon gefunden, aber ihr seid sie einfach nicht nach unten gestiegen. Also hier sollte man nicht runterklettern. Es geht für Helden, aber für normale Tempelbewohner und Tempeldiener nicht, nein. Wie tief ist denn darunter, Frau Sohn? 7 Meter. Ich würde mich umschauen nach einer Treppe nach unten. Ja, hier wie gesagt nicht, nur weitere zahlreiche Türen. Viele. Eine ganze Menge. Klettern nach unten, signalisiere ich mit Fingern? Ich nicke. Also, wenn ihr das jetzt hier macht, dann werdet ihr auf alle Fälle entdeckt. Wenn ihr da an der Galerie steht, alles okay, aber wenn ihr euch jetzt die an der Galerie runterlasst über so eine Säule oder so und dann da runterrutscht, dann werdet ihr sowas von entdeckt. Okay. Also ihr hört, dass Sulamin sich ganz normal mit den anderen beiden unterhält. Also sie spricht jetzt wieder die Belkalal-Priesterin an. Sagt, wenn das ein Avatar ist, nun, vielleicht ist das eine törichte Frage, aber wieso rührt er sich nicht? Wieso steht er hier als Statue?
Weil die Kämpfe vorbei sind, zumindest zur Zeit. Er hat gemeinsam mit Rashtul al-Sheikh damals gekämpft, die Echsen zurückgedrängt und das verschlossen, was verschlossen bleiben sollte. Rashtul ließ ihn hier, um dafür zu sorgen, dass die letzten Tage von Yarkesh nicht kommen. Das schlummernde Verderben. Ich verstehe, also wird er wieder erwachen, wenn er gebraucht wird. So sagt man. Aber warum sollte Verderben über Yarkesh kommen? Ist das eine Prophezeiung? Oder ist etwas mit diesem Ort? Sagen wir so, es liegt viel eher an diesem Ort. Die Fruchtbarkeit hatte ihren Preis. Ich verstehe. Die schwere Aufgabe, die der Akolyt andeutete. Es ist nicht nur diese Statue, sondern drei Reliquien. Dies ist nur eine. Sie alle gemeinsam halten das Tor verschlossen. Diese Zeichen da, sie sagen mir nichts. Sie sind nicht dem Leftan zugeordnet, oder? Nein. Rashtul al-Sheikh brachte sie an. Wir wissen es nicht. Ich verstehe. Lumin hat immer noch im Hinterkopf. Das könnte doch ein Bannkreis sein. Dies ist der Grund, warum ihr diese Statue nicht erwerben könnt. Egal, ob ihr aus Yol-Fasar kommt, oder aus Yashua-Lai, oder aus El-Burum, der Allsehende. Diese Statue verbleibt bis zum Ende aller Tage hier. Sonst geht Yarkesh runter. Ich versichere euch, dass das auch nicht meine Absicht ist. Und gleichzeitig fragt sich Zulamin, ob sie der Grund ist, warum die Statue heute in Fasar steht. Und was uns noch bevorsteht.